Und weiter geht's in der eisigen Weite. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen Hobbits und Technologen zu einem neuen Part. Miitopia mit dem Zwergenfürst. Was an die kann, kannst du schon lange. Ich weiß, Donald. In einem Loch verschwinden, also. Donald! Und nein, eine Fallgrube. Lebst du noch? Mir geht's gut. Oha! Geht schon mal vor. Das haben wir in letzter Zeit öfters gesehen. So in der Fallgrubensequenz. Donald hat dich vorübergehend verlassen. Okay. Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Hier dann auch noch in der Kälte verschneit, in so einem tiefen Loch zu sitzen. Ich weiß nicht, so mein Ding wär's nicht. Schneemann A und Schneemann B. Okay, erst Pingus, dann Schneemänner. Attacke. Ach ja, ich hab einen neuen Kolben bekommen. Und Waldorf, genau. Viva la Waldorf, genau. Da habt ihr ihn nochmal gesehen, den Kolben. Ein Elektrokolben oder etwas ähnliches. Denn kann es ja weitergehen. Voran in der eisigen Weite. Ich kenne das nur zu gut. Aua! Hat sich direkt gepackt. Hey, alles okay? Packt sich mit. Auf die Fresse. Da lachen sie. Doch, wenn es hilft, die Sachen abzubauen, den Frust. Wenn es der Freundschaft hilft, dann sollen sie sich mal öfters auf das Packeis legen. Fiese Formel, mal auf alle drei. Zack. Okay, das besiegt nicht alle auf einmal wie früher, aber ja. Es bringt etwas, kann man so sagen. Von Herzen, Freunde. Oha. Letzter Wunsch gelehrt. Auch wenn du gefallen bist, kannst du kritisch getroffene Freunde heilen. Okay. Das ist dann mein letzter Wunsch, oder was? Zangenangriff. Zack. Den haben wir besiegt. Ein Kinderspiel. Menno. Ach, die sind ja immer noch untereinander zerstritten. Ich setze mal Heilung.exe ein. Auf Blacky, die muss mal wieder geheilt werden. Oh, Zwecki wurde verziehen. Das ist gut. Dann muss Annelie nur noch Blacky verziehen und Blacky Annelie verzeihen. Und dann ist alles in Ordnung. Sag mal, sind wir jetzt drei Teammitglieder? Achso, stimmt. Donald ist unterwegs abhanden gekommen. Vergaß ich fast. Impuls. Wir halten zusammen. Was? Hat die gerade geboxt und... Dadurch ist der Streit weniger geworden. Es. Okay. Wenn es hilft. Level Up für Annelie. Schneemilch. Okay. Ist klar. Schneemilch. Wo lang? Schätze oder Schätze? Ich nehme mal Schätze. Ja, dann kann es hier weitergehen. Schau auf Keuch, ob man wohl seltsame Schätze findet. Seltene Schätze. Hat er bestimmt nicht gesagt. Drei Spielscheine. Okay. Dann müssten wir ja gleich im Gasthaus sein. Ein Gasthaus. Habe ich richtig geraten. Oh, da ist Donald wieder. Und da haben wir ihn wieder, den Donald. Den Trump. Ich möchte mich mit Annelie wieder vertragen. Ja, das wäre schön. Was? Ich finde, wir sollten uns wieder vertragen. Ja, denke ich auch. Yay, Ärger vorbei. Das ist doch immer ganz schön, wenn der Ärger dann wieder verfliegt. Annelie wurde verziehen. Blacky wurde verziehen.
Ganz genau. Sind sich wir alle im Reinen? Na, wen haben wir denn hier? Hey, du da, hör mal mir kurz zu. Wer könnte immer weiterspielen? Ich bin's, der einzig wahre Crossfreak, Richard Castle. Sag bloß, du hast mich schon vergessen. Hast du Lust auf eine Runde? Wer bin ich? Okay, ja. Klingt gut, lass uns gleich anfangen. Wer bin ich? Es gibt drei Fragen, fangen wir an. Bin ich ein Mann? Nee, wahrscheinlich so nicht. Frage 1. Wer ist fauler Soldat Paluten? Das ist natürlich er hier. Richtig. Gut gemacht. Frage Nummer 2. Wer ist Töchterchen YouTube? Das ist natürlich sie hier. Richtig. Ich kenne auch meinen eigenen Mies. Frage Nummer 3. Wer ist Väterchen Google? Das ist natürlich er hier. Nice. Weiß man auch, wenn man meine Let's Plays gehucht hat. Also zumindest die Let's Plays zu Miitopia. Die Parts. Ist ja nicht so schwer, wenn man sich auskennt. Glückwunsch. Du hast mich glatt geschlagen. 5 HP-Bananen erhalten. Man sieht sich. Ciao, ciao. Und der Zwergi freut sich dort noch ein Weilchen. Steht noch rum und zappelt. Aber jetzt geht's weiter. Das Symbol am Anfang der Kämpfe, das ist jetzt auch interessanter geworden. Ich find's interessanter, find's besser gestaltet. Ist das Symbol des dunkleren Fürsten. Des dunkleren Fürsten Gronk. Auweih. Ob wir das jemals schaffen werden. Ob wir uns gegen den dunklen Fürsten Gronk wagen dürfen, ob wir das bestehen. Naja, wir haben auch schon den dunklen Fürsten Julian besiegt, daher werden wir wahrscheinlich den dunkleren Fürsten Gronk auch schaffen. Aber vor dem habe ich so ein klein bisschen mehr Respekt, würde ich sagen. Und wir kennen seine Fähigkeiten. Er konnte den dunklen Fürsten Julian entgegentreten. Also er war stärker als der dunkle Fürst. Was hat's aufgegeben? Nicht weiter gegraben. Ah. Die gibt's doch nicht. Was? Eisbanshee oder was? Schneefrau. Ach du Schande. Und wenn die jetzt noch gruseliger. Ich hasse diese Banshees. Bah. Sind so gruselig. Erinnern mich irgendwie wahnsinnig an die Chucky die Mörderpuppe. Kennst du jemand? Ich habe die Filme noch nicht gesehen, aber. Oder den Film. Weiß nicht, ob es da mehrere davon gibt. Blackie wurde besiegt. Diese Formel, okay, das bringt es auf jeden Fall bei einem Gegner. Ich weiß. Doch, es hat was gebracht, also nicht meckern. Aber ich habe die Trailer dazu gesehen zu der Mörderpuppe Chucky. Das reichte. Ach du Schande. Diese Banshees erinnern mich immer dran. Ich hoffe, ihr guckt das jetzt nicht direkt vom Schlafen, weil dann habe ich euch wieder dran erinnert. Flüchtige Bekannte. Michael und Blackie. Die zwei haben angeben gelernt. Schön, schön. Auch zwischen Blackie und Annelie. Neuer Bekanntheitsgrad gestiegen. Angeben genau dasselbe. Und noch ein drittes. Zwischen Greenie und Putin. Angeben auch gelernt. Oh, alle dieselbe Stufe. Schön, schön. So, was gibt's zu berichten? Wir sollten ein paar Regeln fürs Zimmer aufstellen. Ach, der Dialog. Der ist uns ja wohl bekannt. Kennen wir. Mobiliar nichts zertrümmern. Im Zimmer keine Bomben zünden. Ja, ich weiß. Bomben zünden. Ist eigentlich schade, oder drum. Ich würde gerne ein kleines Bömmchen im Zimmer zünden. Zur Abwechslung ein neues Team mit. Oh, da kommt der Ducky. Unglaublich. Selbst bei älterer Kälte behält sie ihre Wärme. Diese Hitze belebt meinen vom Frost gepeinigten Gaumen. Die Wärme eines endlosen Frühlings dringt mir tief in mein Herz. Oh, seid gegrüßt. Ich bin Ducky, der Reisegourmet.
Haben wir den überhaupt schon mal getroffen? Hohe Kochkunst hebt auch mich in Sphären höchster Verzückung. Diesen Genuss muss ich einfach mit Detailen greifen zu. Wärmesuppe 1, Wärmesuppe 2, Wärmesuppe 3. Da steht da zwar nicht, aber sind es drei Wärmesuppen. Uiuiuiui. Bon Appetit. Und weiter geht's mit drei Suppen im Gepäck und drei neuen Teammitgliedern. Na, neu sind sie nicht. Aber drei ausgetauschten Teammitgliedern. Jetzt haben wir hier den Grüni. Und da haben wir die Merkel und den Finne. Versuchen wir mal, wie es mit dem Team aussieht. Ob das sich auch beweisen kann im Kampf. Oder ob es absolut nicht fähig ist. Wie Merkel gerade eben. Wunder beleben. Okay, Dunkel kann ihn beleben. Außer unmöglich, weil ich um Merkel weine. Ist klar. Krasa de Menu. Okay, den Kampf haben wir bestanden. Irgendwie. Level up für Grüni, Level up für Finna. Bonus EF. So, wie sieht's aus mit den Leveln? Ich Level 16, zwei Level 11 und ein Level 12. Okay, das ist hoffnungslos unterlevelt. Deshalb sollten wir sie vielleicht gerade mitnehmen, damit sie gelevelt werden. Eine Portion EF, der hat's am meisten nötig. 960 Gold. Dann kann's ja weitergehen. Voran. Kämpfen. Eine Niete, was? Joker baut von sich jetzt eine Niete. Gibt's doch gar nicht. Das ist was im hohen Gras. Ein Pokémon. Nachschauen. Wilder Pokémon-Kampf. Genauso. Jetzt die Musik einblenden hier. Oh, wie süß. Nee, war eine Katze. Katze streichelt Katze. Okay. Finde als Katze. Eine Katze streicheln. Interessant. Es wird dunkel. Und jetzt hier wieder übernachten direkt vom Gasthaus. Wir sollten ein paar Sterne anschauen. Und dann kam der nächste Morgen. Ein neuer Tag brach an in der Schneelandschaft. Ist bestimmt lustig, in dieser Kälte zu zelten. Da friert man sich ja nicht alle Körperteile ab, die es irgendwie existieren. Los geht's, ein neuer Tag wartet auf uns. Ein neuer Tag durch die Eiswüste hier latschen. Frieren die nicht schon langsam mit ihrer dünnen Kleidung? Naja gut, ich habe ein Wollkleid an, aber... Aber die anderen hier, Greeny zum Beispiel mit seinem dünnen Schwimmanzug hier. Mit seinem 1960er Schwimmanzug. Das ist bestimmt nicht so angenehm hier, durch die Kälte zu latschen. Na, Finn ist mit seinen Katzenpfoten zumindest einigermaßen gut gepolstert. Merkel geht gleich auf. Die Blume muss ja sowieso eingehen im Winter. Zack. Wiederbeleben. Gut, dass Joker sie immer wiederbelebt. Und ich heule natürlich weiterhin um Merkel. Ja, geht natürlich viel innerhalb eines Kampfes, um tote Mitglieder zu heulen. So viel dazu. Gibt's wieder Bonus ERF. Ja, nice. Die kriegt diesmal immer noch Greeny. Der braucht ein Level up. So, und weiter geht's. Wir sind fast da. Auf. Fast da wo? Ach. Schande. Ziemlich miese Leistung. Du sagst es, Zwergi. Kacke. Ich stelle ein neues Team zusammen. Wir können uns hier ja mal ausprobieren. Ist ja nicht schade drum. Jetzt habe ich hier Putin, die Prinzessin mit dabei. Und es geht schon in den ersten Kampf. Wir müssen ja jetzt den ganzen Weg nochmal von vorne machen. Jetzt habe ich Sarah, die Köchin, mit im Team. Und wieder haben wir noch Blackie, die Zweite. Lisa, die Popstar-Sängerin. Lasst uns tanzen. Okay, wir haben zumindest eine Heilerin im Team. Das ist gut, darauf sollten wir zumindest achten. Ich glaube, Sarah ist die bessere Heilerin. Merkel müssen wir nicht unbedingt mit ins Team nehmen. Okay. Den haben wir geschmolzen, den Schneemann. Okay, ich habe auch eine Heilungsattacke, aber ich glaube, dann nehmen wir am besten Sarah mit. Putin, da weiß ich nicht, ob der uns im Kampf so hilfreich ist, aber wir werden es ja sehen.
und weiter voran. Dirk hat wohl einen tollen Modegeschmack. Ja, okay. Finde ich nicht, aber was soll's. Bin ja so dankbar. Wofür bist du dankbar, Joker? Hier kommt wieder die Weggabelung. Dann nehmen wir mal den anderen Weg, den wir letztes Mal nicht gegangen sind. Vielleicht kommen da andere Gegner. Gegner, die wir bezwingen können. Okay, das sind andere Gegner. Brillengeist, Schneemann und Schneefrau. Oh, Schneemann und Schneefrau. Interessant. Ich greife den Schneemann an. Attacke. So sieht also eine Schneefrau aus. Interessant. Das ist einfach nur eine Eisbanshee. Da wissen wir es endlich. So, haut rein mit seinem Fächer. Oh, der Fächer ist effektiv. Kann man benutzen. Kann man brauchen im Kampf. Eine brennende Pfanne. Ja gut, wenn du ein guter Koch bist, dann sollte das nach Möglichkeit nicht passieren. Eine brennende Pfanne. Diese Formel. Attacke. Hauen sie alle weg. Naja, weggehauen haben wir sie noch nicht, aber das wird gleich. Okay, Putin ist gebrauchbar. Lisa macht auch ordentlich was. So, den Brillengeist besiegen. Attacke. Impuls plus 2. Okay, besiegt hat sie ihn noch nicht, aber es hilft. Köstlich. Sarah hat für Putin was gekocht. Es hat ihn geheilt. Impuls auf die Banshee. Impuls 1. Nimm dies. Attacke. Nice, Putin hat's gemacht. Zwei Gehirnkuchen waren siegreich. War trotzdem der Stärkere, aber ja. Putin hat viel mitgemacht. Das ist. Habe ich ihn ein bisschen unterschätzt? Habe ich sie ein bisschen unterschätzt, die Prinzessin Putin? Wir halten zusammen. Wir schaffen das. Eine Truhe. Geld. Ein Spielschein. Nein, kein Geld. Schade. So, und voran. Ein Gasthaus. Nice. Haben wir den Weg auch mal geschafft. Und schon wieder Befreundschaften. Das ist ja. Befreundungen und Freundschaften hier. Neue Levels hier. Das findet hier jetzt täglich statt. Irgendwie Freunde. Rechnen gelernt. Ach ja, ich und Finne. Okay, wir spielen noch ein bisschen weiter, oder? Können wir noch weiter spielen? Jo, wir können noch ein bisschen. Ich erwarte auch schon ein rotes Ausrufezeichen auf der Karte auf uns. Das heißt, wir sind hier am Ende der Quest, wie es aussieht. Oha! Ich habe mein Monster. Das sieht aber sehr nach Iltis aus. Da ist er ja, der Schneemann des Schreckens. Auf ihn mit Gebrüll. Der Schneemann des Schreckens, also. Yeti. Ah, ein Yeti, kein Iltis. Auch gut. Impuls auf Yeti. Okay, ich habe mir mal Donald ins Team geholt. Ich experimentiere es heute mal ein bisschen. Oh, in Eis verwendet. Nein, das geht doch gar nicht. Fast fertig. Donald geheilt. Neue Technik. Wartung. Reparaturvorgang. Genau so, Reparaturvorgang. Was für eine Technik. Sprachhauen. Okay, der ist jetzt nicht gebrauchbar, oder? Wie sieht's aus? Mega Heilung. Dunkle Musik. Ich bin eingefrostet. Okay. Ist aber heil dich selbst. Das ist gut. Taue ich auch irgendwann mal wieder auf, oder bin ich jetzt immer so eine Eisstatue? Steht im Mord ewig. Da bin ich wieder. Das war kalt. Ja, das war sehr kalt. Ist eh schon kalt hier in der Yeti-Landschaft. Da muss ich nicht auch noch eingefroren werden. Ah, schützt Sarah davor. Unsere Heilerin muss beschützt werden. Ah, nein, nicht. Blacky, die zweite. Die erste, zweite, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die dritte vielleicht auch. Hau rein! Mampf! Köstlich! So, Feuer! Frei, Donald! Wiederbeleben! Wiederbeleben geht nicht! Und Schlucht! Svee trauert um Lisa! Ja! Oha! Seid jetzt alle sehr stark mitgenommen! Leider nur einen Lebensstreuer, aber zum Glück 5 Ultrastreuer! Vielleicht geht's damit! Feuer frei! Attacke! Okay, der Joker hat keinen Ultrasteuer abgekriegt, aber Donald, Sarah und ich
Attacke, komm, das kriegen wir hin. Den besiegen wir, den Yeti. Wollte ich das sagen. Den Yeti. Da zappeln sie wieder rum. Feuer frei. Die sind doch irgendwie, die haben doch irgendwas genommen. Das kann doch nicht gesund sein, was sie da machen. Nein, nicht schon wieder. Und weg geht's wieder hinüber. Nein, nicht Sarah. Joker, kannst du sie wieder beleben? Das wäre nett. Ich bin wieder eingefroren. Na toll. Damit ich wieder auffrieren kann. Entfrostet. Okay, das ist gut. Da kann er nicht so stark getroffen werden. In der Wartungszone. Feuer frei. Okay, die Wartungszone ist vorbei. Wir überleben. Dankeschön. Heilung.exe auf die Lisa. Das ist gut, die brauchen wir. Okay, enge Freunde. Nice. Yeti ist dran. Der haut ordentlich rein. Und noch einmal. Nein. Da ist er wieder zu Eis gefroren. Und der Donald ist Game Over. Viel HP-Streuer habe ich nicht mehr übrig. Den Kampf müssen wir bald beenden. Das muss mal bald vorbei sein. Nein, nein. Was jetzt mich besiegt. Kann ich jemand wiederbeleben? Joker, wiederbeleben. Dankeschön. Los, komm. Komm, Lisa. Gemeinsam stark. Wir schaffen das. Nein. Sie wieder zu Eis erstarrt. Finde ich gar nicht schön, das. Nein. Finde ich schlecht. Na, Joker, hau rein. Letzten Punkt des HP-Streuers verbraucht. Und auf uns zwei Ultra-Streuer. Also die Blacky wieder in den Kampf. Yeti! Wir besiegen ihn. Hat die Yeti gesagt oder ja? Ja. Yeah. Ist in Ordnung. Nein, ich bin fast Game Over. Juhu. Was sagt die Juhu, weil ich Game Over bin? Der Beleben von Sarah. Das ist nice. Danke, Joker. Nein. Schon wieder Game Over. Wie geht denn das? Nein. Jetzt bin ich allein hier. Na, allein mit Joker. Puls, komm, der ist fast besiegt. Das schaffen wir. Das machen wir. Nein, nein, nein. Scheiße, Mist. So knapp war das. Wie konnte das nur passieren? Frage ich mich auch gerade. So knapp, so ein Funken vom Sieg. Müssen wir diesen Part mit diesem beenden? Ja, muss leider. Der Part ist schon lang genug. Ich hab was für dich. Ein Geschenk von Donald. Glasperle. Gefällt dir wohl nicht? Hm, ja. Das sehe ich aber zum ersten Mal, dass eine Glasperle nicht gefällt. Dass ein Geschenk nicht gefällt. Von Utopia-Partnern hier. Sie singt ein Lied, die Sarah. Donald stimmt mit ein. Genau so. So, die Blacky will eine neue Robe. Soll sie bekommen, wird auch hier wieder verteilt. Zieh an. Bekleide dich neu. Sarah will eine neue Klamottenuniform. Poko-Uniform. Na denn. Trag es. Ruste dich aus. Oh, bei mir ein Urkittel. Na, von mir aus. Ein Urkittel wurde gekauft. Ruste auch du dich aus, Zwergi. Das sieht aber ziemlich Steampunk aus, mein Kostüm, was ich da gerade getragen habe. Eine Monsterrüstung wäre der Traum von Andy. Okay, soll sie es bekommen? Will sie es sich holen? Soll auch sie stärker werden in der Verteidigung natürlich? Naja. Schaut ein bisschen lächerlich aus, aber was soll's. Baumwollhandschuhe für Finne. Okay. Sieht wirklich tatsächlich ein bisschen schlimm aus. Aber solange es den Angriff verstärkt, ist das in Ordnung. So, haben alle so ein bisschen was gekriegt. Ja, ich wollte mal sagen, ich verabschiede mich für diesen Part. Ich glaube, ich stelle mir das Team so zusammen hier mit diesem Team hier. Ich, dann Blacky, dann Sarah als Heilerin und Donald als Panzer.
glaube, das ist so aktuell das beste Team, was man nehmen kann. Mal schauen, wie wir damit bestehen im nächsten Part. Ja, würde mich nach oben soll's euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Weiter geht's hier mit dem Kampf im nächsten Part. Ich zähle auf euch, sagt Joker. Ja, seid im nächsten Part wieder mit dabei, wenn es hier wieder gegen den Yiltis geht. Yeti. Mischung aus Yeti und Yiltis. Der Schneemann des Schreckens. Ja, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag und ja, haut drinne, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Auf ihn mit Gebrüll.